Hallöchen zusammen, ja, herzlich willkommen, ihr guckt Hearthstone, ihr guckt L-Crip und ich bin wieder da zum wöchentlichen Prozedere, ihr kennt die Geschichte. Wir probieren uns am Kartenchaos und versuchen ja alles mögliche durchzuprügeln und zwar an der Karambolage-Aktion sind wir beteiligt hier. Ihr seid mit einem anderen Helfen zusammengestoßen, eure Decks haben sich vermischt, oh. Wählt zu Beginn des Spiels einen anderen Helden. Euer Deck wird aus den zufälligen Klassen beider. Okay, ich wähle jetzt Garrosh. Jo. Weil, nee, halt! Oh, ich kann nicht mehr abbrechen! Ach, verdammt! Nein! Was wollte ich denn? Oh, jo. Okay, Kay ist auch da. Hallöchen, Kay. Haha. Kay hat es in die Aufnahme geschafft. Sehr schön. Ja, das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Egal, weil das spielt für unsere Quest gar nicht. Er hat eine Kopie eines verletzten befreundeten Dieners auf die Hand. Jedes verletzten befreundeten Dieners, ach so. Ich dachte gerade eines Dieners, na gut, aber... Ja, jedes ist ja ganz nett. Ja, wer es noch nicht weiß, Kay spielt ja auch fleißig Hearthstone. Auf Deutsch und auf Englisch, sollte ich vielleicht auch mal irgendwann anfangen hier. International Matches, aber ich weiß es noch nicht. So, fügt eurem Deck Schamanenkarten, Paladinkarten oder Hexenmeisterkarten? Was passt denn gut? Krieger, starke Leute, Paladinkarten wären eigentlich ziemlich cool. Erstmal schöne Grüße da. Grüße. Ah, ich hätte Valera nehmen müssen. Ich wollte doch nicht. Ich glaube, mit dem Krieger habe ich nur eine von den zwei Quests, die ich gerade aktiv habe. Aber ne, wird's jetzt passiert. Und er spielt Priesterkarten. Na, das passt natürlich auch optimal zu Gul'dan. Das muss man ja nur mal sagen, ne? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und spielt gleich eine Dunkelbombe. Ja, okay, mach mal. Mach du mal. Wir spielen erstmal sowas hier. Affe mit Waffe. Hat auch jemand gereimt anscheinend. Affe mit Waffe reimen. Oh, geil. Vor allem der Affe mit Waffe kriegt dann die Runde da drauf dann womöglich gleich... Hahaha, plus 4, plus 4. Wäre richtig episch. Kampfschreib, befreundet. Verleiht einem Befreundeten plus 4, plus 4. Plus 1, plus 1. Der zerstört ernsthaft freiwillig einen seiner Mana-Kristalle. Oh, zieht hier jetzt mal eine Karte, wenn ein Zauber wirkt. Oh, das ist natürlich echt episch. Ja, ich muss den ja kaputt kriegen. Also machen wir das mal. Machen wir das mal, ne? Irgendwie müssen wir den Typen ja kaputt kriegen. Ich habe leider niemanden, der einen Mech-Status hat. Sonst würde ich natürlich den nächste Runde ganz gerne rauszauen. 1-5er. Aha. Ich bin da noch ein bisschen überfragt. Ich würde ihm ja zutrauen, dass er den stärker macht. Kann der das? Ja, er kann Diener natürlich plus 4 plus 4 verleihen bis zum Ende eines Zuges. Das möchte ich dann doch erstmal lassen. Ja, also weil, Priester kann ja einiges. Und ich weiß nicht, also der Hexenmeister auch. Ich meine, das wird ja irgendeinen Sinn haben, dass er da so ein 1-5er rausspielt. Ja gut, das ist jetzt mir jetzt auch Wurst. Dieses Mal Gotteschild, wenn ihr einen Mech herbeiruft. Das ist ein Mech. Oh, das ist ja cool. Das finde ich schon mal episch. Verstärkung angefordert. Ja, wir gehen da jetzt mal drauf. Wir gehen da jetzt einfach mal drauf. Und wir gucken mal, was jetzt nächste Runde passiert. Ob er den stärker machen kann, weil dann töte ich ihn ja trotzdem. Je nachdem, was da passiert. Oh, Beschwörungsportal, das ist natürlich gut. Und jetzt kommt bestimmt gleich weltliche Ängste. Nö, kommt nicht. Okay. Okay. So, entweder wir spielen das hier. Oder wir spielen den hier. Hätten dann noch zwei Mana über. Boah, ich bin gerade echt überfragt, ey. Aber ich... Was kann der? Jedes Mal, wenn ich einen Mech herbeirufe. Oh ja, das ist ja mega episch. Das ist ja mega episch, ey. Das ist ja krass.
Sollten wir die Runde etwa gewinnen? Also bislang sieht es ja halbwegs gut aus. Jetzt kommt bestimmt gleich irgendwann ein wirbelnder Neta, aber... Nee, das kostet 8 Mana, glaube ich. Hä? Sein Ernst? Warum macht er nicht den damit kaputt? Na ja, gut, es ist, soll mir egal sein. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 7. 12. 13. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Nicht, dass ich mich gleich verrechnet habe. Ja, ich habe mich nicht verrechnet. Okay. Warum sollte ich mich bei sowas auch verrechnen? Meine Güte. Yay, wir haben gewonnen! Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich habe vergessen, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Ha, bin ich gut. Ich habe mir nämlich keine Uhr gestellt heute. Klasse, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall keine 10 Minuten. Oh. Oh, doch, gucke mal. Zumindest für eine von den, also... von den beiden anderen Quests. Ich wollte eigentlich, hätte ich hier Schurken nehmen müssen, weil dann hätte ich gleich für alle drei Quests im Prinzip was hier geschafft. Das wäre natürlich super geil gewesen. Wir machen erstmal die Packung auf hier. Boing. Okay. Taubenkrieger. Mhm. Oh. Ich krieg was Legendäres. Oh, Leute, das ist ja Wahnsinn. Ne? Zwei immer, ja, okay. Das krieg ich ja sonst nie. Nostromo! Nein, nicht ernsthaft! Den wollte ich immer schon mal haben! Das ist der übelste Trash-Drache, natürlich, weil Spieler nur 15 Sekunden... Den wollte ich immer haben! Ich habe schon überlegt, ob ich mir den zusammenbastel mal aus diesem Staub. Nein, ist nicht... Oh, ernsthaft? Wie geil ist das denn? Oh, den bastel ich mir jetzt in irgendein Deck... Oh, Leute, ich bastel mir jetzt irgendein Deck dann. Also jetzt nicht, sondern nach der Folge, aber... Boah, das ist ja episch. Das ist ja episch. Ich freue mich jetzt. Nordstorm, ja geil. Ja geil. Ah, oh, ich dreh gerade ab. Der Turmwärter von Karazhan. Ja, hallo. Auch eure Hilfe. Ja, mich wurde entführt. Ja. Mit den Portalen in der Turmspitze können wir ihn und das Fest retten. Okay, dann holen wir das. Ach, oh, wie geil. Wie geil, wie witzig. Der ruft einen Teller herbei. Okay. Ihr müsst die Turmspitze erreichen, bevor die Party aus dem Ruder läuft. Der kann Teller 1-1er rufen. Ich könnte mal mit dem Schurken ganz gut gegenhalten, theoretisch. Oder mit dem Magier. Ich nehme mal Magier-Deck. Wobei, zählt da vielleicht auch Schurke... Ja, klar, wenn ich mit dem Schurken hier gewinnen würde, das würde doch auch zählen, oder? Glaube ich. Darf ich zum Tanz bitten? Ihr habt es so gewollt. Was ist das denn? Ich kriege Zufallskarten? Ne, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Was ist das für Kackkarten? Boah, ey, was ist das denn für ein Holy Shit? Was ist das denn hier? Ja, euer Zug. Ja, super. Das Kampfesilber hat sich gegen uns verschworen. Das Tafelsilber hat sich gegen uns verschworen. Ich krieg einen Rappel, ey. Die wollen mich doch vergohlen hier. Ah, das Tafelsilber haben wir erstmal aus der Welt geschafft. Schon wieder ein Teller. Und jetzt kommt ein Löffel. Was? Oh nö, jetzt hat er meinen ganzen Plan zerstört. Dieser Kacke. Ist das scheiße. Ja, wir machen das mal so. Oh ja, das ist gut. Arkane Geschosse ist ganz nett jetzt für die nächste Runde. Mach du erstmal deinen komischen Löffel kaputt da. Was? Teller am Spott? Wow. Das ist ein Messer. Das ganze Tafelsilber hat sich gegen uns verschworen. In der Tat. Das sieht tatsächlich so aus. So, machen wir das mal hier. Sehr gut. Da können wir das Ding auch noch kaputt machen. Und dann wollen wir noch hoffen, dass der Löffel gleich abgenutzt ist.
Oh, was kommt denn jetzt? Da, fangt! Und den hier! Und den auch! Scherben, bring Glück! Fünf Teller? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ja, mein Gott. Was machen wir damit? Komm, ballern hier jetzt so einen Teller kaputt. Und dann, komm, zieh ich noch eine Karte. Oh ja, der ist natürlich jetzt sehr gut. Den hätte ich doch mal behalten sollen am Anfang. 3 Fünfer, ist eigentlich ganz nett. Teller haben Ansturm. Wow, das bringt's. Bringt's voll. Die hätten mich sowieso alle angreifen können. Boing, 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 boing. Diese Kakteller, ey. Die nerven ja. Oh, Oasen Schnappkiefer. Das ist jetzt eigentlich fast der Richtige. Neuer Teller. Hallöchen. Oh, Teller am Spott. Das brauchten wir jetzt auch, ne? Was? Oh, wie krass. Der kann jetzt richtig fett Karten ziehen hier. Wie heftig. Na gut, aber er kann nicht wirklich viel kaputt machen hier. Das ist ja schon mal ganz schön. So, wir machen den hier. Dann schnappen wir uns den hier. Soll ich den Murloc-Räuber noch rausholen? Ach nee. Warum denn? Den brauchen wir jetzt nicht. Na, noch ein Teller. 13 Karten hat er noch. Ey, jetzt geht er aber auch echt frei. Schon wieder. Mann, habe ich keine arkane Explosion oder sowas? Verwandeln Tina in ein Schaf 1-1. Was, das bringt mir doch auch genau gar nichts, diese Kack. Das war ein Erbstück. Was? Wieso mischt er sich jetzt hier ein hier? Was soll das denn? Misch dich nicht ein, Freundchen. So, komm. Ich brauch den Murloc jetzt. Damit sie den vielleicht kaputt machen. Jetzt kommt bestimmt sowieso irgendwann so eine Karte. Alle Murlocs plus eins oder was weiß ich. Teller am Ansturm. Okay, nee, das bringt mir nichts. Das hilft ja nichts. Zwei Mana-Kristalle? Was will er denn auch damit? Hä? Was für eine sinnlose Aktion war das denn jetzt? Das Problem ist auch, ich habe so wenig... Achso, ich könnte natürlich auch hier einfach radikal auf den da drauf schmettern, ne? Komm, das probieren wir mal. Das machen wir mal. Wir ballern da einfach mal frech drauf. Ist doch viel besser. Ich Trollo, echt. Hätte ich mal so machen müssen. So. Haben wir gleich besiegt, den Guten, ne? Ist das sein Ernst? Jetzt. Du hast doch schon mit allen angegriffen. Ja, okay. Dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Also wenn der sowas macht... Das war jetzt nicht so intelligent gespielt vom Tafelsilbergolem da drüben. Ja, die tödliche Gabel habe ich erhalten. Ruft diesen Diener herbei, wenn ihr ihn abwerft. Ach, witzig. Ach, das ist ja lustig. Ach, cool. Ja, was gibt's denn sonst noch für Karten? Ruft einen Diener 05 mit Spott herbei. Ja, und Morose kriege ich dann natürlich. Was ich eigentlich viel cooler haben, was ich viel eher haben will, ist, ihr wisst, welche Karte, diese Zauberkarte, die macht, dass alle Zaubersprüche nur 0 Mana kosten. Weil damit würde man ja schon einiges hinkriegen. Zumindest wenn man Erzmagier Leonidas noch dabei hat. Tja. Nun gut, ich freue mich heute über Not Stormwood. Das ist echt das Highlight schlechthin. Und ich, kann sein, dass ich ziemlich übersteuere. Zumindest blinkt es gerade so rot. Ich muss mal meine Aufnahmegeräte überprüfen.
Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffe, es ging vom Ton. Jetzt kriege ich gerade Angst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wow, legendär. Nostromo. Nein, nicht ernsthaft. Den wollte ich immer schon mal haben. Das ist der übelste Trash-Drache, natürlich, weil Spieler nur 15 Sekunden. Den wollte ich immer haben. Ich habe schon überlegt, ob ich mir den zusammenbastel mal aus diesem Staub. Nein, ist nicht... Oh.